So, gehen wir jetzt erstmal zu der einen weisen Frau. Nein, gehen wir zu der weisen Frau, die drin ist. Ich glaube, die ist hier drin. Genau. Es ist uns Sinamomirpa. eine Ehre. Bitte sprecht. So, ein Treffen vereinbaren. Ich weiß, dass der Geist von Kanit Ashunisamis Frieden hat. Bevor ich meinen Lehrling zu diesem Skink schicke, will ich eine Frage stellen. Habt ihr den Geist zufriedengestellt oder war das Minabibi? Ich weiß, wir sagen die Wahrheit. Ich weiß, dass ihr die Wahrheit sagt, Winder. Ihresgleichen kann ich als Lehrling nicht gebrauchen. Ich werde sie zu diesem Aguna schicken, um mit ihm zu reden. Sinamo erklärte sich bereit, Minabibi zu einem Gespräch mit Skink im Schatten zu schicken. Ich sollte Skink Meldung machen. Okay. So, und jetzt die andere Frau. Wo ist die? Die hatte so ein blaues Kleid irgendwie an. Da! Ich kann doch nicht drüber. Ach doch jetzt. Es ist uns eine Ehre. Bitte sprich. Weißagua. Erzählt mir, was ihr gefunden habt. Ihr, den ich in meinen Visionen gesehen habe. Habt ihr den weißen Gua gefunden? Ja, haben wir. Ich habe eure Reise in einer Vision gesehen. Zwar folgtet ihr dem weißen Gua nicht, aber die Götter schienen euch dennoch dorthin geführt zu haben, wo ihr gebraucht wurdet. In meiner Vision. Wir sind ihm doch gefolgt! In meiner Vision sah ich, wie ihr zur Leiche der Ashamanu geführt wurdet. Vor vielen, vielen Jahren war sie eine Heilerin. Sie gab ihr Leben, um andere zu retten. Man sagt, dass sie ihr Leben immer wieder opfern wird, sodass unser Volk leben möge. Ihr habt einem Wunder beigewohnt, mein Kind. Und nun besitzt ihr das Amulett der Ashamanu. Vielen Dank, mein Kind. Dieses Amulett wird mein Volk retten. Nehmt dies zum Dank. Es ist ein Schild, um das sich in meinem Volk viele Legenden ranken. Das Schild der Tapferkeit. Wenn ihr es benutzt, werdet ihr spüren, wie die Stärke in eure müden Glieder zurückkehrt. Gute Reise, mein Freund. Okay. Ich bin in das Lager der Aschländer zurückgekehrt und habe mit Ushamusa Rapli gesprochen. Sie schien zu wissen, dass ich den Gra gefunden hatte und wohin er mich führte. Sie wusste außerdem von dem Amulett, das ich bei der Leiche gefunden hatte. Man nennt es das Amulett der Ashamanu. Ushamusa glaubt, sie könne mit dem Amulett ihr Volk heilen, das von einer Krankheit befallen ist. Aus Dankbarkeit gab sie mir den in dieser Gegend legendären Schild der Unverzagten. Ja, was ist Unverzagt oder Tapferkeit? Tapferkeit. Leichte Rüstung. Ausdauer wiederherstellen. Tut mir leid, aber den werden wir verkaufen. Naja, aber hey, eine Quest fertig und die zweite Willkommen. auch. Seid ihr es Und wirklich? wir wären jetzt hier mit den Quests fürs erste fertig. Wir müssten eigentlich wieder zu Wolfenhall zurück. Aber wir gehen jetzt erstmal dahin zurück und machen hier oben das da weiter. Mit Rückkehr. Wo ist Rückkehr? Da. So, und da gehen wir jetzt hier rüber. Vielleicht vorher speichern. Wie viel wiegen wir eigentlich? 470 von 480. Wir können also noch 10 Kilo tragen. Okay, also da scheint wirklich nichts mehr zu sein. Da ist eine Ratte. Eine normale Ratte. So, Rattenfleisch und ein Chitinpfahl. Das ist ein Klippenläufer. Ich will da sowieso hoch, also töten wir ihn gleich. So. Einmal Läuferfedern, danke. Na? Okay, also da scheint jetzt noch das Gebirge zu sein. Und ich glaube, das geht tatsächlich so und deswegen gehe ich das jetzt mal entlang. Und ich vermute, dass da dann irgend so eine Höhle oder so sein wird und da gehen wir dann einfach den Berg runter und gehen dann in diese Höhle und laufen den Weg dann rückwärts zurück. Bis wir dann irgendwann in dieser Dedra-Ruine da sind, wo wir damals aufgehört haben.
So, Läuferfedern und ein Chitin-Pfeil. So, die ganzen Klippenläufer weg. Gut, ich müsste jetzt irgendwie hier so weiter. Genau. Sehr schön. Da unten ist ein Kaguti. Da unten ist ein Weg. Okay. Der hat nichts. Levitieren wir da rüber oder? Ach nein. Wir springen und schaffen es nicht. Schade. Aber hier kommen wir wieder hoch. So. Einmal Läuferfedern und ein Chitin-Pfeil. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Da unten müsste es... Also wir haben es jetzt geschafft und da unten müsste es tatsächlich sein. Au. Das ist die Frage. Ist dann da oben Sackgasse? Aber das glaube ich nicht, weil man dann hier so rüber kann. Oder ich glaube, es ist hier Sackgasse. Also gehe ich jetzt diesen Weg hier weiter. Nein, das ist falsch. So, langsam lässt der Bogen ein bisschen nach. Chitin-Pfeil, wie viele Pfeile haben wir noch? 76, 77 sogar, weil der eine ist schon wieder separat. Das reicht ja noch locker. Oh, eine... Eine Netzspule wollte ich gerade sagen. So, leicht beseitigen. Gib mir deine Seele. Dankeschön. So, mit Schleder und eine Seele. Hier geht's den Berg hoch. Sehr schön. Aber was werden wir hier finden? Und jetzt geht das weiter den Berg hoch. Nee. Wie geil. Die Höhle des... Wir haben die Höhle des Fleischgewordenen gesucht. Aber da müssen wir doch hin für die Quest. Da müssen wir Zuras Stern doch suchen, oder? Nee, nee, das war nicht Zuras Aufgabe. Das war der Pfad des Fleischgewordenen. Nun muss ich die Höhle des Fleischgewordenen finden. Ein geheimer, Azura-geweihter Ort. Und den Mond und Stern der Prophezeiungen suchen. Die Höhle des Fleischgewordenen. Ha. Gefunden. Ich wusste, hier ist eine Sackgasse, aber das ist... Das ist... Ich hatte schon Angst, dass wir hier irgendwo die Quest... Hauptquest-Höhle verpasst haben, aber sie ist hier. Okay, das hier sieht aus wie ein Kreis mit drei Zacken. Das hier sieht aus wie ein Kreis mit vier Zacken und jeweils einem Sternenwirbel. Das hier sieht aus wie ein Kreis mit vier Zacken und zwei einem kleinen und einem großen Mond. Boah, geil, 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 geil. Jetzt geht die Hauptquest richtig weiter. Speichern. Die Pforte ist verschlossen und wird sich nicht öffnen. Der Stern ist der Schlüssel. Die Pforte ist verschlossen und wird sich nicht öffnen. Der Stern ist der Schlüssel. Der Stern ist der Schlüssel.
Brauche ich Azura-Stern? Dann nochmal zurück. Der Pfad des Fleischgewordenen. Um die Höhle zu finden, muss ich ein Rätsel lösen. Die Felsnadel liegt innerhalb der Zähne des Windes. Die Haut der Perle umgibt den Höhleneingang. Der Traum ist das Tor und der Stern ist der Schlüssel. Der Stern ist der Schlüssel. Ah, der Stern ist Azura. Azuras Stern erscheint nur in der magischen Stunde zwischen Tag und Nacht, im Morgengrauen und im Zwielicht. Okay. Morgengrauen, schlafen wir mal bis 5 Uhr. Du hast bei der Rast gestört. Zweimal Skripmus. Die Pforte ist verschlossen und wird sich nicht öffnen. Der Stern ist der Schlüssel. Morgengrauen und Zwielicht. Nochmal eine Stunde rasten. In der Stunde der Dämmerung, unter Azuras Stern, wird sich die Pforte... Ey, du warst doch nicht fertig! Was? Ich werde die Pilze jetzt mal nicht looten. Die sehen aus wie die Mumien bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, wir haben davor gespeichert. Aber die Pilze werde ich jetzt mal nicht looten, weil das ist noch einer. Mond und Stern, dauerhafte Wirkung, festigen Charisma 5 Punkte auf sich selbst und festigen Wortgewandtheit 5 Punkte auf sich selbst. Okay. Ich speichere nochmal. Wir haben den legendären Ring Mond und Stern gefunden. Mond und Stern. Nereva, Wiedergeborene, nehmt Gestalt an. Eure ersten drei Prüfungen liegen hinter euch. Jetzt stehen euch zwei neue Prüfungen bevor. Sucht die Aschkane des Aschlandes und die Ratgeber des Fürstenhauses. Vier Stämme müssen euch Nerevarine nennen. Vier Stämme müssen euch Hortator nennen. Meine Dienerin, Nibani Maesa, soll eure Führerin sein. Und wenn ihr Hortator und Nerevarine seid, wenn ihr vor den falschen Göttern gestanden und das Herz aus seinem Gefängnis befreit habt, heilt mein Volk und gebt Morrowind seine alte Pracht zurück. Tut dies für mich und meinen Segen. Wow. Wow. Ah! Das sind überall... Hortlet. Willkommen, Fleischgewordener. Ich bin Hortlet. Ich war nicht der Richtige, aber ich warte ab und hoffe. Fragt und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Der hat versucht, den Ring zu nehmen und war es nicht und wurde als Strafe getötet und hier hingehockt. Ich bin Hortlet. Ich wurde zu den Prophezeiungen gerufen, war jedoch nicht der Richtige. Ein Ahne hat keine andere Berufung, als die lebende Sippe zu bewachen und zu beraten. Ups. Ich starb vor 400 Jahren in den letzten Tagen des Chaos und der Unruhen, als das Kaiserreich in Morrowind Einzug gehalten hatte. Ich war ein Denker, kein Mann von Taten, und obwohl ich das Zeichen der Sterne hatte, war ich doch kein Held. Nehmt diese Dinge von mir, meine Knochen werden nichts dagegen haben.
Sittis dem Inventar hinzugefügt, Hortlets Gewand hinzugefügt und Tagebuch aktualisiert. Dunkelheit liegt über dem Land und nur ihr könnt das Licht zurückbringen. Ihr seid der Nerevarine, ihr seid der Fleischgewordene, ihr seid der Eine, ihr dürft nicht versagen. Und Solstheim. Okay, ich habe Azura in der Höhle des Fleischgewordenen getroffen und einen verzauberten Ring, der Mond und Stern, erhalten. Ich bin der Nerevarine. Ich habe die ersten drei Prüfungen bestanden. Nun muss ich den Ashkans der Stämme und den Ratsherren der Häuser Mond und Stern zeigen. Jeder Stamm muss mich als Nerevarine anerkennen. Jedes Haus muss mich als Hortator akzeptieren. Das sind die nächsten beiden Prüfungen. Nibani Maeso soll meine Führerin sein. Ich muss zu ihr zurückkehren und ihren Ratschlag suchen. Der Geist von Hortlet gab mir ein Buch und ein Gewand. Die ist ja, glaube ich, hier bei den im Ushlaku-Lager. Da könnten wir dann gleich so rüber. Vielleicht ein bisschen schweben oder so. Hortlet. Also ich kann jetzt auch hier... Nein, okay, es ist immer nur der... sehen wir uns das gleich mal an. Er hat uns ein Gewand gegeben. Hortlets Gewand Untote vertreiben auf Ziel und Schild auf sich selbst. Ah, nein, danke. Und... Sittis, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Mond und Stern. Festigen Karlsmund Wortgewandtheit. Wir können ihn tragen und sind nicht tot, juhu! Okay, aber mir ist der tatsächlich lieber, wobei... Wir könnten, stimmt, das könnten wir statt dem Dohlenfederring tragen. Den Dohlenfederring tragen wir dann nur, wenn wir ihn brauchen. Ha! Wir sind der Nerevarine. Konoon. Khodala. Willkommen, Fleischgewordener. Ich bin Konoon. Khodala. Ich war nicht der Richtige. Aber ich warte ab und hoffe. Fragt und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Ich bin Konoon, Khodala. Ich wurde zu den Prophezeiungen gerufen, war jedoch nicht der Richtige. Ich war ein Ashkan. Ich führte mein Volk gegen die Akaviri, während der hasenfüßigen Sirudil Vikaguti vor ihnen flohen. Die hasenfüßigen. Ich drang tief in die Festungen und den Roten Berg vor und wusch die unsauberen Dinge mit ihrem eigenen Blut fort. Den Ratschlag der Frauen achtete ich nicht. Zu meiner Schande strebte ich nach Ruhm, ohne meine wahren Feinde je zu Gesicht zu bekommen. Meine Axt und meine Stiefel gehören euch. Und meine Segenswünsche begleiten euch. Axt und Stiefel. Stiefel? Hä? Ah, hier. Seine Stiefel festigen Konstitution und Schnelligkeit. Oh, cool. Ist aber leichte Rüstung. Aber ich möchte das alles aufheben. Die haben alle Eigennamen. Und die Axt. Angriff festigen. 10 Punkte. Oh, cool. Cool. Idreni Nerotan. Willkommen, Fleischgewordener. Ich bin Idreni Nerotan. Oder Idreni? Nein, nie. Ja, ich war nicht der Richtige, aber ich warte ab und hoffe. Fragt und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Ich bin Idreni Nerotan. Ich wurde zu den Prophezeiungen gerufen, war jedoch nicht der Richtige. Ich lebte in den letzten Jahren des Tribunals und im Verborgenen half ich, die Akaviri in Azoren erst zu zermürben und dann zurückzuschlagen. Über den Nerevarine oder Dagoth Ur wusste ich nichts, bis ich Unterschlupf bei den Aschlernern fand. Ich starb als Narr, als ich versuchte, die Ruinen von Kogorun zu plündern. Hier, nehmt dies. Vielleicht gibt es noch etwas in der Welt, das zu stehlen sich lohnt. Dietrich des Meisters und Sonne des Meisters, juhu! Der Geist von Idreni Nerotan gab mir eine Sonne und einen Dietrich. Hier ist das E tatsächlich, hier ist die Schrift ein bisschen größer und dann sieht man tatsächlich den weißen Punkt, hier das E ein bisschen besser als das C. Ja.